Basta Berlin. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir erleben eine Zeitenwende. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Der alternativlose Podcast. Es ist mal wieder Donnerstag. Wir schreiben den 21. März 2024. Hier ist Folge 217 und ich bin Benjamin Golmer. Hallo. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und vorweg schon eine kleine Warnung. Der ein oder andere von euch, der könnte am Ende der Sendung so ein leichtes Halskratzen vernehmen. Das ist aber ganz normal. Das ist das Lachen, was dem ein oder anderen da vielleicht stecken geblieben ist. Mit meinen Botschaften, mit unseren Botschaften. Und zum Zweiten müssen wir dann natürlich besonders vorsichtig sein. Daher habe ich zum Beispiel für TikTok auch ein eigenes Handy beschafft. Juhu! Mehr Portale, auf denen Karl Lauterbach aktiv ist. Na, das ist eine tolle Nachricht. Ich vermute, noch ein paar Monate TikTok mit Karl Lauterbach und die Chinesen werden die App gratis an den Westen geben. Nimm das, Xi Jinping. Wir haben Karl im Petto. Aber es gibt noch eine schlechte Nachricht. Karl ist gekommen, um zu bleiben. Und das gilt nicht nur für TikTok, sondern auch für die Bundesrepublik. Angefangen hat das Ganze ja während der Corona-Zeit. Und wir hatten euch in der vergangenen Ausgabe ja versprochen, diesen Spiegelartikel zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen nochmal zu beackern. Also genauer gesagt ging es um die Aufarbeitung der Aufarbeitung. Da haben wir Wort gehalten. Genau das werden wir heute tun. Außerdem werden wir gleich zwei kleine Zeitreisen unternehmen. Eine zu grünen Aktivisten, die eine Rückkehr des Konsums ins Jahr 1978 fordern. Dem Mittelstand dürfte diese Zeitreise jedoch ausgesprochen übel aufstoßen. Und diese Zeitreise hat leider schon längst begonnen. Ja, und an den Zügeln dieser Zeitreise, da zerrt unser Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der ist aber nicht der Einzige mit an Bord. Nee, für das ideologische Wohl ist natürlich auch gesorgt, unter anderem mit unseren Begleitern Alena Büchs. Und ja, weitere Bekannte werden uns sich ebenfalls dazu gesellen. Ja, und dann würde ich sagen, Countdown läuft, 3, 2, 1, los geht's. Super, los geht's mit unserem ersten Thema. Und wir machen auch hier eine Zeitreise. Es war die Zeit, in der wirklich alles anders gewesen ist. Ja, es war die Zeit, in der wir uns in die Arme gefallen sind. Wir sind damals erkältet zur Arbeit gegangen und haben die Kollegen angesteckt. Toll war's. Wenn unsere Kinder die Grippe hatten, ja, dann haben wir die natürlich zur Oma abgeschoben, weil Oma wird's schon richten. Richtig. Es war einfach eine wirklich tolle Zeit. Und unsere Zeitreise wird jetzt also gehen an den Anfang des Jahres 2020. Das war die Zeit, als Professor Christian Drosten noch ein Maskennutzungsverweigerer gewesen ist. Ich glaube, ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Ja, es war auch die Zeit, in der die treffendste Äußerung von Jens Spahn über einen politischen Konkurrenten noch so klug klang. Was Herrn Lauterbach angeht, präferiere ich einfach, den zu ignorieren. Jetzt kann man sich darüber beschweren, dass ich mich noch mit ihm auseinandersetzen müsste, aber das würde ihn unnötig aufwerten, ehrlich gesagt. Seine Bedeutung und sein Einfluss auf tatsächliche Gesundheitspolitik ist reziprok zu seiner öffentlichen Bekanntheit. So ist es. Und insofern habe ich nicht vor, den durch irgendeine Bemerkung zu adeln. Es war die Zeit, in der wir aus einer Toilette trinken konnten, ohne eine Viruserkrankung zu bekommen. Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können. Eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ja, so war das. Damals, Anfang 2020. Oh Mann. Und dann kam natürlich die Wende. Dann kam das Ende des gemeinsamen Feierns, ein Ende der Partys und ein Ende der Sorglosigkeit. Und eins ist sicher, wenn ihr diese Frau seht, dann solltet ihr die Party dringend verlassen. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Am 18. März 2020, da hält Angela Merkel ihre erste Ansprache zum Thema SARS-CoV-2 und da erwähnt sie die Wiedervereinigung und den Zweiten Weltkrieg. Zwei Tage vorher spricht auch ihr Kollege aus Frankreich vom Krieg. Emmanuel Bonaparte erklärt den Krieg. Er fordert eine Generalmobilmachung gegen einen unsichtbaren Feind, gegen das Virus. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée,
ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Aber es ist nicht nur der Krieg gegen das Virus. Nein, 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 nein. Es ist auch der Krieg gegen Fake News. Und an der Front, da steht das Bundesgesundheitsministerium. Am 14. März 2020, da warnt das Ministerium vor Fake News. Und wir zeigen euch jetzt das Video dazu und lesen den Text dann dabei vor. Achtung, Fake News! Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Diese und ähnliche Falschinformationen verunsichern gerade viele Bürgerinnen und Bürger. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen und sie richtigzustellen. Lassen Sie uns gerade jetzt besonnen bleiben und einander auch unter Stress vertrauen. Das veröffentlichte das Ministerium für Gesundheit, Fake News und Spahnsinn am 14. März 2020. Zwei Tage später, am Montag, den 16. März, hieß es das hier. Dann hören wir, dass die Bundesregierung den Ländern empfehlen wird, den Shutdown einzuleiten. Das klingt jetzt erstmal schlimmer, als es wäre. Hieße, dass nur noch Supermärkte und andere wichtige Läden wie Apotheken öffnen. Masken helfen nicht, Masken werden Pflicht. Maßnahmen werden gar nicht beraten. Lockdown folgt zwei Tage später. Das Virus, das wird als recht mild beschrieben und mit einer Grippe verglichen. Kurze Zeit später, da ist der Grippevergleich streng verboten, ja. Und so begann der Widerstand gegen die Covid-Maßnahmen. Leider, so viel Spaß es auch gemacht hat, diese Sendung vorzubereiten, es hat sich so angefühlt wie so ein warmer Mantel von bösen Dingen, die uns widerfahren sind, den ich da über mich rüberlegen konnte. Wir würden gerne Covid komplett aufklären, wie wir es die letzten Jahre auch immer wieder gemacht haben. So viel Zeit haben wir nicht. Und darum machen wir jetzt eine Aufarbeitung der Aufarbeitung. Und dabei wird uns eine Runde von Soziologen aus Graz zur Seite stehen. Ende Januar saßen die zusammen und eingeladen hatte Professor Klaus Krämer von der Universität Graz. Professor Krämer sagt, wir hätten uns damals in einer Kollektivmoral befunden. Einer Kollektivmoral der Befürchtungsgemeinschaft. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir alle befürchtet, dass es jeden treffen kann, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Das war laut Krämer die Situation vor 4 Jahren. Danach kamen Maßnahmen, Zwänge, Proteste, Spaltung. Und das hat uns dazu einen Punkt gebracht, den Krämer wie folgt beschreibt. Jede singuläre Krise endet, sobald alle erschöpft sind. Und dann beginnt die Zeit der kollektiven Verdrängung. In dieser Phase sind wir jetzt nach meinem Dafürhalten. Kollektive Verdrängung? Keine Aufarbeitung. Das bringt uns zurück zu diesem Punkt, an dem wir vergangene Woche aufgehört haben. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat am 8. März eine Bilanz veröffentlicht. Hier seht ihr den Artikel. Das Spaltvirus ist der Titel. Wie kaum ein anderes Thema hat die Corona-Politik von Bund und Ländern die Gesellschaft polarisiert. Welche Fehler wurden gemacht? Was sind die Lehren? Eine Bilanz. Der Spiegel, der steigt ja ein mit Janosch Dahmen in dem Artikel. Dann kommt Professor Stefan Huster. Beide waren klare Befürworter der allgemeinen Impfpflicht. Und darum waren sie aus unserer Sicht klar Spalter. Und das haben wir auch in der vergangenen Woche verdeutlicht. Das hat uns also in der vergangenen Woche schon irritiert, dass man eine Bilanz machen möchte zum Thema Spaltung mit ausgewiesenen Spaltern. Okay. Es macht auch Sinn, aber man müsste halt auch eine andere Seite zu Wort kommen lassen. Nun ja, hier kommt der nächste Experte des Spiegels. Dass wir auch tatsächlich dazu übergehen, dass wir also für die Ungeimpften also das soziale, öffentliche Leben so weit einschränken, wie geht im Moment. Weil sie gefährden sich selbst und auch andere, sie gefährden sich untereinander. Das heißt, das können wir nicht so laufen lassen. Und daher wäre aus meiner Sicht eine 2G-Regel deutschlandweit sinnvoll, die auch geprüft würde, wo das Leben der Ungeimpften sich stark beschränkt auf den privaten Raum. Das Leben der Ungeimpften, sie gefährden sich selbst und auch andere und sie gefährden sich natürlich auch untereinander. Das fände ich eigentlich ganz schön, wenn Karl Lauterbach nach Hollywood gehen würde. Das Leben der Ungeimpften. Der größte Hit von Florian Henkel von Donnersmarck seit Das Leben der Andere. Jetzt neu mit der Stasi-App. Wie hieß die damals? Die Luca-App von Smudo. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Das ist eine Stasi-App. Ja, Smudo spielt Erich Mielke. Das würde mir gefallen. Ungeimpfte sind Gefährder. Ja, so hieß es damals letzten Endes. Ihr Leben beschränkt sich dann nur noch auf den privaten Raum.
Moin Moin, 2G nach Hamburg, das war damals das Motto. In Hamburg sitzt ja witzigerweise auch das Nachrichtenmagazin Spiegel. Mhm. Der Spiegel fragt also Menschen zum Thema Spaltung. Und zwar Lauterbach, Huster und Dahmen. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön pathologisch. Wisst ihr, worauf Lauterbachs Aussage sich da gerade gestützt hat? Also wenn ich das richtig verstehe, darauf, dass die Geimpften das Virus nicht weitergeben können. Ah, ja. Geimpfte können das Virus aber selber bekommen und sie können das auch am Virus erkranken. Und Geimpfte sind auf der Intensivstation gewesen. All das ist klar. Und Geimpfte sind auch gestorben. Egal übrigens, ob 3G, 2G, kein G. Dieser Karl Lauterbach hatte die Impfung ja als quasi nebenwirkungsfrei bezeichnet. Damit hat er auch die Bedenken der Nicht-Geimpften ins Lächerliche gezogen, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits Menschen verstorben sind oder schwer erkrankt sind wegen der Impfung. Und diesen Lauterbach fragt der Spiegel also nach Spaltung. Nochmal ganz kurz unsere Meinung. Ja? Das Impfangebot war ein klares Mafia-Angebot. Ihr habt mit Bedrohung und Bestrafung gearbeitet. Ihr habt Menschen diskriminiert, ausgegrenzt und gemobbt. Ihr habt sie beleidigt als Tyrannen, Idioten und Mörder. Und wollt ihr wissen, woher diese Spaltung kommt? Ach, kommt. Ja, richtig. Und noch ein Wort zur Covid-19-Schutzimpfung, so wie sie ja genannt wird. Es sind Sachen, die haben wir uns vielleicht vor 2 Jahren nicht getraut, so deutlich zu sagen. Aber ist ja ein bisschen Gras drüber gewachsen. Ich denke, jetzt können wir ja noch ein bisschen offener miteinander sprechen. Natürlich war das ein Experiment. Natürlich war es ein Menschenversuch. Natürlich waren die Produkte nicht ausreichend getestet. Natürlich war es ein Experiment mit Laborratten. Nur, dass die Laborratten keine 4 Pfötchen hatten, sondern 2 Pfötchen hatten. Die Laborratten in diesem Versuch waren Menschen. Und das haben die Kritiker damals ganz laut gesagt. Wir beide waren noch vornehm. Wir waren quasi so die Smoking-Fraktion der Kritiker. Wir haben es gemäßigt gesagt, auch weil wir nicht jeden vor den Kopf stoßen wollten, der da draußen sitzt. Auch weil wir unter anderem unserem Arbeitgeber nicht vor den Kopf stoßen wollten. Aber gewusst haben wir das schon, dass das nicht ganz sauber läuft und gesagt haben wir es auch. Andere haben es sehr viel deutlicher gesagt. Es war ein Versuch am Menschen. Na klar. Und wären die Produkte ausreichend erforscht gewesen, dann wären Sinusvenenthrombosen bekannt gewesen. Dann wäre auch das Ausmaß von weiteren Thrombosen bekannt gewesen, wie zum Beispiel Herzmuskelerkrankungen. Das ist nämlich genau das Problem. Ihr behauptet, es war ja ausreichend getestet, es war genauso gut untersucht wie andere Impfungen. Aber warum habt ihr denn diese Schwierigkeiten nicht vorhergesehen? Weil ihr bloß ein paar 10.000 getestet habt und diese Tests, ich erinnere mich noch an diesen Herrn aus Südamerika, der behauptet hat, dass Pfizer bei ihm die Nebenwirkungen dann doch lieber runtergespielt hat, ja, oder verschwiegen hat. Mhm. Sowas soll es ja auch gegeben haben. Das hat nicht das ergeben, was wir dann tatsächlich gesehen haben. Also aufgrund dieser Grundgesamtheit dann auf Milliarden Menschen zu impfen, hat euch genau das eingebracht, was es dann geworden ist. Und ihr habt damals eine total fahrlässige Äußerung getroffen. Und allein die ist wirklich schon so schwierig, dass man sie mal prüfen sollte, ob die justiziabel ist. Ihr habt nämlich behauptet, dass der Nutzen der Impfung das Risiko der Impfung übersteigen würde. Und zwar letzten Endes bei allen Altersgruppen. Das sagen Sie heute noch. Das sagen Sie heute noch. Die Ständige Impfkommission hat es ja immer so wiederholt. Aber für so eine Behauptung bräuchten wir was ganz Essentielles. Nämlich Daten. Die Politik ist, was die Daten betrifft, im absoluten Blindflug gewesen. Und dieser Blindflug ist 3 lange Jahre selbst organisiert gewesen. Sagt Professor Krämer von der Uni Graz. Ja, liebe Bundesregierung, wie wirksam war denn diese Impfung? Wie lange hielt der sogenannte Schutz? Wie lange waren Genesene denn dann geschützt? Wie sieht's eigentlich mit der Gesundheit heute aus von diesen Geimpften? Und ach ja, wie kam das Virus eigentlich in die Pflegeheime? Wie viele Menschen haben einen Impfschaden? Wie viele Menschen haben den Verdacht auf einen Impfschaden? Wie viele wurden obduziert, nachdem sie die Impfung bekommen haben und verstorben sind? Warum wurde von Obduktionen zu Beginn der Pandemie abgeraten? Wie viele Menschen sind nicht an Covid verstorben, sondern mit der Begleitdiagnose Covid? Welches Alter hatten die und wie schwer waren die eigentlich erkrankt? Ihr meint ja, eine Aussage darüber treffen zu können, ob die Impfung besser ist als keine Impfung. Dafür müsst ihr doch Folgendes wissen. Wie viele 16-Jährige sind schwer an Covid erkrankt und wie viele 16-Jährige haben einen Impfschaden? Und noch ein bisschen detaillierter bitte. Wenn ich einen 16-Jährigen habe, der schon mal mit Covid infiziert gewesen ist, muss der dann auch geimpft werden? Warum hat der denn auch eine Impfempfehlung? Und könnt ihr mit Sicherheit sagen, dass ihr diesen jungen Mann nicht
der Gefahr aussetzt, dass er sich danach einen Impfschaden holt. Das sind die Fragen, die wir ganz gerne besprochen hätten, bevor wir Millionen und Abermillionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz impfen. Ja, und unser Eindruck ist, auf all diese Fragen, da gibt es natürlich keine schlüssigen Antworten. Die könnt ihr ja auch nicht haben, weil ihr Daten dafür nicht habt und weil ihr Daten nicht erhoben habt. Und die Leute, die Bundesverdienstkreuze bekommen, dazu gleich mehr, haben diese Daten nicht erhoben. Und zwar jahrelang nicht, nö. Und verantwortlich sind dafür natürlich Politiker und Spitzenbeamte. Politiker wie Angela Merkel, Jens Spahn und Karl Lauterbach. Und Spitzenbeamte wie Klaus Tichotek. Wir haben die Federführung übernommen für einen der Impfstoffe. Beim anderen Impfstoff waren wir sozusagen Co-Bewerter, wie die anderen Expertinnen und Experten der Mitgliedstaaten auch. Wir haben aber, wie ich in der ersten Folie zeigen wollte, eine aktive Rolle schon im Vorfeld gehabt. Das heißt, bei beiden Impfstoffen haben wir reichlich beraten. Klaus Tichotek vom Paul-Ehrlich-Institut sagt, wir waren schon im Zulassungsverfahren eng eingebunden. Wir waren bei einem Impfstoff federführend immer im Kontakt mit der EMA und dem Hersteller. Ah, das Problem ist der Interessenkonflikt, der hier entsteht. Schöne Grüße an die etablierten Medien wie Spiegel, Zeit, Süddeutsche und Co. Also ihr hinterfragt ja schon nicht den Interessenkonflikt, den Bill Gates hatte, als er für die Impfung Werbung gemacht hat, aber gleichzeitig Aktionär von Impfunternehmen gewesen ist. Hinterfragt doch mal diesen Interessenkonflikt. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in die Zulassung der Impfstoffe eingebunden und soll dafür sorgen, dass die Schäden der Impfung untersucht werden. Das ist ein glasklarer und astreiner Interessenkonflikt, der dazu führen könnte, dass entweder das PAI unglaubwürdig wird oder dass das PAI selber dafür sorgt, dass Impfschäden nicht so genau untersucht werden. Das sind die Gefahren, die hier bestehen. Hm. Ein weiterer Spitzenbeamter ist ja übrigens auch der damalige Chef des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler. Wir müssen jetzt unsere Kontakte, soweit es geht, reduzieren. Mit jedem Kontakt, den wir nicht haben, mit jedem Treffen, auf das wir verzichten und mit jeder Menschenmenge, die wir meiden, helfen wir dabei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Lothar Wieler fordert Flatten the Curve. Bringt die Kurve runter. Dazu gleich mehr. Vorher meine Frage an Herrn Jobber. Was ist denn eigentlich mit diesen beiden Spitzenbeamten passiert? Also mit den Männern, die aus meiner Sicht und aus der Sicht auch von anderen Fachleuten die Daten nie richtig gesammelt haben. Tja, was ist mit denen passiert? Das zeigt ein Foto vom Januar 2024. Wir sehen den Bundesgesundheitsminister Lauterbach, wir sehen Lothar Wieler, Klaus Tichotek und das deutsche Staatsoberhaupt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verteilt das Verdienstkreuz erster Klasse an Wieler und Tichotek. Glückwünsche gehen raus. Das Land ehrt seine Helden. Hier kommt eine Liste von Regierungsexperten, die in den vergangenen Jahren Bundesverdienstkreuze bekommen haben. Die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig. Also für die Entwicklung eines mRNA-Produkts mit einem Multimilliardengewinn wurden ausgezeichnet Ugo Şahin und Özlem Türeci. Für hervorragende Wissenschaftskommunikation Professor Christian Drosten und MyLab. Lothar Wieler und Klaus Tichotek für die Fahne der Aufklärung, die sie hochgehalten haben. Das ist ein Zitat aus der Rede des Bundespräsidenten zur Verleihung. Die Ministerpräsidenten Winnie Winfried, Waschlappen Kretschmann, Dreyer, Woidke, Haseloff und Ramelow, die erhalten so eine besonders hohe Stufe des Ordens für ihren Dienst an der Allgemeinheit. Der Staat sagt Danke an die Träger des Staates, an die Impfbefürworter, die 2G-Protagonisten, die Mitmacher aus den Staatskanzleien. Das erinnert mich so an diese, hast du mal in Nordkorea dir von diesen Militärangehörigen die Uniform angeguckt, die Paradeuniform, die können teilweise vor Orden nicht mehr laufen, weil man sich halt immer so gegenseitig welche ausstellt. Ja, also wenn Drosten und MyLab sich für jede Ehrung einen Orden anpappen würden, dann würden sie auch laufen wie der Glöckner von Notre Dame. So also dankt der Staat denjenigen ihr Engagement, über die wir hier seit Jahren gesprochen haben. Aber wie geht der Staat denn eigentlich mit der Gegenseite um? Ich meine, wir wollen ja über die Spaltung sprechen. Wir wollen ja auch darüber sprechen, wie wir diese Spaltung überwinden können. Da ist es ja schon wichtig, auch auf die zuzugehen, die damals auf der anderen Seite gewesen sind. Denn die Drossens und MyLabs, auf die muss man nicht zugehen, die stehen einem ja schon hinten im Arsch. Heidelberg 24 berichtet, Skandal um Maskenatteste. Ärztin aus Weinheim schuldig gesprochen. Damit folgt das Mannheimer Landgericht dem Urteil des Amtsgerichts Weinheim aus dem Januar 2023. Das Ergebnis, eine Haftstrafe von 2 Jahren. Die Welt schreibt im August 22, Professor auf der Flucht, Professor Stefan Hockertz wird als Märtyrer in der Szene der Corona-Leugner und Kritiker verehrt. Wegen seiner Äußerungen zur Politik und den Impfstoffen habe ihm der Staat sein Vermögen geraubt,
Er sei nun auf der Flucht ins Ausland, sagte er. Wie das aussehen kann, wenn die Polizei eine Wohnung von Corona-Kritikern stürmt, das hat uns Dr. Paul Brandenburg im Mai 2022 berichtet. Ich dachte ganz unlustig für ein paar Sekunden, das war's jetzt, da kommen irgendwelche Irren, um mich zu killen. Und dann flogen die Türseiten auf und vor mir standen mehrere Männer in Panzermontur mit Schildern und Helmen und ich guckte in mehrere Laufmündungen von automatischen Gewehren. Ja. Und dann bekam ich aber auch schon ein Schild über den Kopf und einen Stiefel in den Nacken und habe nackt sehr engen Kontakt mit meinem Fußboden gemacht. Paul Brandenburg ist bis heute auf freiem Fuß. Ganz anders erging es dem Maßnahmenkritiker Michael Ballweg. Die Stuttgarter Zeitung berichtete im Juni 2022. Der Gründer der Querdenkerbewegung, Michael Ballweg, ist ins Visier der Justiz geraten. Am gestrigen Mittwoch hatten knapp 20 Beamte der Kriminalpolizei Stuttgart Ballweg und einen weiteren Tatverdächtigen zu Hause aufgesucht. Gegen beide wird wegen des Verdachts des Betrugs und der Geldwäsche ermittelt. Betrug und Geldwäsche kommen übrigens nach heutigem Stand nicht zur Anklage. Ballweg war 9 Monate in Untersuchungshaft. Ein weiterer Maßnahmenkritiker steht ganz aktuell vor Gericht. Er wird in Handschellen vorgeführt. Die Situation kennt der Rechtsanwalt gut, allerdings nicht als Angeklagter. Mit dicken Aktenordnern und viel Selbstbewusstsein, allerdings in Handschellen. Seine Verteidigerin lässt Rainer Füll mich im Verlauf des Vormittags kaum zu Wort kommen. Er spricht lieber selbst. Er ist ein Promi der Querdenker-Szene. Die Nebenkläger, ehemalige Mitstreiter, bezeichnet er vor Gericht als Idioten. Hausdurchsuchungen gab es bei einigen kritischen Ärzten oder Heilpraktikern, darunter auch beim HNO-Arzt Dr. Bodo Schiffmann. Auch der Vorwurf der Volksverhetzung wurde mehrfach gegen Kritiker erhoben. In einem ersten Verfahren wurde Professor Sucharit Bhakti freigesprochen. Die Verhetzung auf Englisch heißt Hass schüren. Und da ich nicht weiß, was Hass ist, war überhaupt die Anklage für mich nicht verständlich. Ich weiß gar nicht, was Hass schüren ist. Hey Deutschland, wenn du die Spaltung überwinden möchtest, wie wäre es denn mit einem großen Schritt auf die Kritiker der Maßnahmen zuzugehen? Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Amnestie der Strafen? Zum Beispiel auch Abstandsgebot nicht beachtet oder die Maske falsch getragen. Einfach Amnestie der Strafen. Wieso nicht zurückzahlen? Solche Vorbilder gibt es in Europa. Das wäre sicherlich ein Beitrag dazu. Oder lieber Spiegel, frag doch mal Menschen, die solche Atteste gehabt haben und selber nicht atmen konnten unter der Maske. Der Arzt ist jetzt aber im Gefängnis. Frag doch mal solche Leute, wie sie zur Spaltung stehen. Wie wäre es denn einfach mal mit einer Entschuldigung bei diesen Leuten? Wir werden einander viel verzeihen müssen. Das sagte Jens Spahn damals. Und das bringt uns auch zu unserem nächsten Protagonisten. Der Spiegel hat Professor Heinz Bude zu Wort kommen lassen. Auch er sollte seine Bilanz vortragen. Da bin ich ehrlich gesagt aus allen Wolken gefallen. Denn ich hatte Herrn Bude wenige Wochen zuvor bei TikTok entdeckt. Und dann bei Twitter entdeckt. Da hat sich der Name erstmal gesetzt bei mir. Und auf einmal sehe ich, dass er auch zur Spaltung, also zur Auflösung der Spaltung beitragen sollte. Dabei hätten wir ihn auch kennen können beim Namen, denn er hat sich tatsächlich schon mal beteiligt an einem ausgesprochen bekannten Papier, über das wir hier in dieser Sendung mehrfach berichtet haben. Er ist Soziologe. Ja, Bude ist einer der Autoren des Strategiepapiers aus dem Bundesinnenministerium. Besser bekannt als Panikpapier. Das Panikpapier wurde in weniger als 2 Wochen verfasst. Unter den Autoren, da war weder ein Epidemiologe noch ein Virologe. Das Papier war gekennzeichnet als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Das wird dann gemacht, wenn die Veröffentlichung dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland nachteilig sein kann. Wartet mal ab, warum. Vielleicht ja wegen dieser Passage. In Abschnitt 4 werden Tipps zur Kommunikation gegeben. Da heißt es wörtlich: Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft dringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Also nur noch mal zur Verdeutlichung, das ist nie passiert. Das sollte aber den Leuten eingeredet werden, dass es passieren wird, wenn sie sich nicht verhalten, wie die Bundesregierung es will. Weiter geht's, nächster Auszug. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein,
weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Das Panikpapier aus dem Innenministerium, das passt erschreckend zur Kommunikation in diesen Tagen. Co-Autor ist der Soziologe Professor Heinz Bude. Dieser Soziologe, der wird jetzt vom Spiegel befragt, wie wir die Spaltung in der Gesellschaft überwinden können. Und das bringt uns auch wieder zur Veranstaltung von Graz und zum Thema Flatten the Curve. Denn bei dieser Veranstaltung der Uni Graz im Januar war auch der Panikprofessor Heinz Bude zu Gast. Und der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat beispielsweise erklärt, wie man auf die Idee mit Flatten the Curve gekommen ist. Wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, das so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und das war diese Formel Flatten the Curve. Nicht, dass wir gesagt haben, wie können wir die Leute zu überzeugen, mitzutun? Wir sagen denen, das sieht so nach Wissenschaft aus. Ne? Man sagt, wenn ihr schön diszipliniert seid, könnt ihr die Kurve verändern. Professor Bude ist übrigens der Ansicht, man habe gar keine Panik verbreitet. Nee. Die Panik, die sei ja jeden Abend im Fernsehen verbreitet gewesen, ja? Mit den Bildern etwa aus Bergamo oder aus New York. Ja, die Bilder aus Bergamo, also die Lastwagen, die durch Bergamo gerollt sind. Herr Bude, Ihnen sollte eigentlich bekannt sein, dass die Bilder aus Bergamo, dieses Foto der Lastwagen, nicht das Grauen zeigt, was Sie vielleicht meinen oder vorgeben zu meinen. Es ist auch nicht das Grauen, was daraus gemacht wurde von den Politikern. Und das, was wir in New York gesehen haben, was Sie auch angesprochen haben, diese Särge, die sind ebenfalls nicht das Grauen, was Sie hier gerade draus machen. Panik wurde nämlich durchaus genau mit diesen Bildern gemacht. Herr Bude, vielleicht ist ja das Vorzeigen von diesen Bildern und die Interpretation Teil des Panikplans der Bundesregierung gewesen. Vor wenigen Tagen, da hat der ehemalige Gesundheitsminister von Österreich, Rudi Anschober, das Foto von Bergamo nochmal gerepostet. Wir werden heute jetzt mal nicht darauf eingehen, aber sowohl die Neue Züricher Zeitung als auch der Bayerische Rundfunk haben die Bilder von Bergamo ganz anders eingeordnet. Und Herr Bude, vielleicht bin ich ja naiv oder verschwörungsgläubig, aber ich habe ja 1,5 Stunden dieser Diskussion gesehen, bei der Sie saßen. Sie haben ja auch über Elitenkommunikation gesprochen, dass Elitenkommunikation stattfinden muss. Und Sie haben auch ein Beispiel gesagt, wie die funktioniert. Jetzt sagen Sie mal Folgendes, was wurde aus den Bildern von Bergamo gemacht? Die Eliten, die Medien und die Politiker haben das zu einer Riesenangelegenheit gemacht. Da in diesen Lastwagen, da könnten wir beide liegen. So in der Art war das. Vielleicht war das ja die Konsequenz einer Elitenkommunikation, dass sie sich vorher abgesprochen haben, dass man das jetzt so und so interpretieren muss. Mhm. Jedenfalls ist das die Befürchtung, dass diese Form von Elitenkommunikation durchaus häufig stattgefunden hat. Tja, aber nichtsdestotrotz, Heinz Bude ist bis heute überzeugt von seinem damaligen Vorgehen mit dem Panikpapier und er gibt bereits Tipps für die Zukunft. Und da sollten wir mal hingucken. Die Zukunft geht uns alle an. Er meint nämlich, wir werden Naturkatastrophen, Pandemien und Kriege erleben. Wir werden mit Situationen vermehrt zu tun haben in der Zukunft. Solche Art von Krisen, die individuelle Verhaltensveränderungen verlangen, wenn man den Krisen als Gesellschaft in kollektiver Handlungsfähigkeit standhalten will. Und das ist das entscheidende Argument. Können wir das überhaupt in einer modernen, liberalen Gesellschaft? Können wir Krisen in einer liberalen Gesellschaft bewältigen? Oder braucht es dazu noch ganz viele Panikpapiere? Und muss man da nicht hinterrücks ganz furchtbare Dinge wie Angstkommunikation, also sozialpsychologische Dinge benutzen, um solche Arten von Folgebereitschaften zur Veränderung von individuellem Verhalten vorzunehmen? Wir brauchen Folgebereitschaft. Darum müssen wir Angst erzeugen, und zwar hinterrücks. Das sind die Worte von Professor Heinz Bude. Das hat er gesagt im Januar in Graz. Er hat am Panikpapier für das Innenministerium mitgewirkt und außerdem wird er jetzt vom Spiegel gefragt, wie man die Spaltung überwinden kann. Und wisst ihr, wer noch gefragt wurde? Das ist ja mein Lieblingscharakter in diesem ganzen Ding. Ja, der Auftraggeber des Panikpapiers. Horsti Seehofer. Ironischerweise war der damalige Bundesinnenminister während Covid-19 praktisch auf Tauchstation. Ja, öffentliche Auftritte waren sehr selten, während eigentlich gleichzeitig seine Bundespolizisten Demonstrationsverbote mit Gewalt durchsetzten. Da hatten wir das Gefühl, Seehofer ist im Homeoffice. Wie soll ich sagen? Da habe ich manche Nacht hier verbracht. Also in entspannten Zeiten zwischen der Kanzlerin und mir ist sie die Chefin der Anlage.
in schwierigeren Zeiten Fensterbank. Die Kanzlerin während Covid-19 auf der Fensterbank, na hoffentlich an einem kalten Dezembertag. Jetzt kommt die Sache mit dem Lüften. Man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Lieber Spiegel, ein weiteres Wort zum Thema Aufarbeitung und Spaltung. Die Kanzlerin hat Kinder gequält. Ja, das ist meine Meinung, Frau Merkel. Verklagen Sie mich doch gerne. Meine Meinung ist, dass Sie Kinder gequält haben. Sie haben Kinder gequält, indem Sie beispielsweise das Fenster offen gelassen haben in der Schule. Sie haben gesagt, Sie lassen sich das nicht vorwerfen. Doch, haben Sie. Sie haben Kinder gequält. Ja, Merkel hat Kinder im Winter in der Kälte sitzen lassen. Merkel hat die Schulen in Deutschland 39 Wochen geschlossen oder teilweise geschlossen. Mal zum Vergleich. In der Schweiz waren es 6 Wochen. In Worten 6. Lieber Spiegel, Seehofer sagt bei euch, deshalb ist es keine Schande, dass Positionen korrigiert wurden, wie etwa in der Frage, ob Schulschließungen sinnvoll waren. Lieber Spiegel, Lauterbach sagt bei euch, der größte Fehler war, dass wir bei den Kindern zum Teil zu streng gewesen sind und mit den Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich etwas zu spät angefangen haben. Lieber Spiegel, Kanzleramtsminister Helge Braun sagt bei euch, gestützt auf einen ersten Bericht des Robert-Koch-Instituts sei man davon ausgegangen, dass Geimpfte auch vor Ansteckungen sicher seien. Wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die wir am Ende nicht erfüllen konnten. Lieber Spiegel, wir fassen das Ganze jetzt mal aus Sicht unserer Zuschauer zusammen. Unsere Zuschauer, ihr, die Basta-Berlin-Gemeinde, die haben das schon 2020 gesagt. Und 2021. Und 2022. Und nochmal zusammengefasst, ja. Erstens, die Kinderquäler und Lockdowner behaupten, sie hätten zu wenig Informationen gehabt. Dabei gab es Fachleute, die diese Informationen hatten. Zweitens, die Covid-Maßnahmen wurden auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Ihr habt ihnen Bildung verweigert, ihr habt ihnen Nähe verweigert, ihr habt den Kindern Angst eingejagt. Keine normale Schule, kein Vereinssport, Treffen mit den Freunden war teilweise ebenfalls verboten. Kinder wurden als eine Gefahr dargestellt. Und wofür? Dafür, dass eure Bilanz nicht besser ist als die Bilanz der Schweiz oder von Schweden. Es ist wirklich schwer, sachlich in Worte zu fassen, was ihr für Pandemieversager seid. Drittens, ihr habt behauptet, die Impfung wäre der Weg aus der Pandemie. Damit habt ihr die Spaltung der Gesellschaft wirklich auf eine absolute Spitze getrieben. Die Geimpften, die haben sich für Helden gehalten, sie haben mit dem Finger auf die anderen gezeigt. Die nicht geimpft waren, die sind ja schuld an der Pandemie gewesen. Und das habt ihr dann noch weiter aufgebauscht. Seit Beginn der Pandemie habt ihr von einer Impfung gesprochen. Von einer Impfung, die nicht existierte, mit einer Technologie, die nie angewendet wurde. Impfen beendet die Pandemie, habt ihr immer wieder behauptet. Das freiwillige Impfangebot war natürlich eine Farce. Mit Terror, Druck, Panik und brutaler Ausgrenzung habt ihr einen Impfzwang etablieren wollen. Und jeder, der mitgemacht hat, jeder, der die Impfung genommen hat, darf sich jetzt mal fragen. Habe ich das wirklich aus freien Stücken gemacht? Oder war ich zumindest beeinflusst von meinen Freunden, von Ärzten, von Arbeitskollegen, von Politikern, von Einflusspersonen, die mir eingeredet haben, dass ich es tun muss? Bin ich nicht vielleicht ein Opfer von falschen Zahlen geworden, von Falschdarstellung von Zahlen? Das solltet ihr euch fragen. Denn es kann sein, dass ihr zwar bis heute keine Probleme habt mit der Impfung, aber dass ihr dennoch ein Impfopfer seid, weil sie es euch angetan haben, weil ihr euch deswegen geimpft habt, weil sie euch das eingetrichtert haben, weil sie euch zu etwas gezwungen haben, was ihr nicht wolltet. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zieht eine Bilanz der Corona-Politik. Welche Fehler wurden gemacht, fragt es. Zu Wort kommen 8 Personen. 7 von ihnen haben diese Politik zu verantworten. Sie haben diese Politik mitgetragen, organisiert oder legitimiert. 7 Personen haben mitgemacht. Und die 8. Person ist Jan-Josef Liefers. Das hat mich schon beeindruckt, dass die Leute, die dort arbeiten,
aus Ihrer Sicht auf die Dinge sagen, wenn jemand geimpft werden könnte und das nun nicht möchte, einfach so aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht so, ja, ich habe keine Zeit oder habe sowas, dann verstehen die das nicht. Wenn man denen das vorher gesagt hätte, das wird bei euch passieren, wir wissen das, weil wir können das auslesen, dann hätten die gar, und eine Impfung würde euch davor bewahren, hätten sie es garantiert gemacht. Das war's mit unserem ersten Thema. Die Aufarbeitung der Aufarbeitung. Unsere Überzeugung, Covid-19 ist natürlich nicht vorbei. Nee. Politik und Medien haben eine Art Omerta erlassen. Es ist ein Gesetz des Schweigens. Und wenn doch mal einer reden darf, dann nur die, die auch damals reden durften. Mhm. Also ernsthaft werden Fehler natürlich nicht zugegeben. Und sie werden diese Fehler auch niemals zugeben können. Denn wenn sie es zugeben, dann müssten sie ja sagen, dass sie damals aus irgendwelchen Gründen wirklich komplette Scheiße gebaut haben. Und das gilt explizit für die Medien. So leid es mir tut. Ja, ja. Vielleicht mal irgendwie in 40 Jahren, 50 Jahren, wenn keiner von denen mehr in Amt und Würden ist. Also weder bei den Medien noch in der Politik. Wer weiß das schon? Wir sind wirklich alle gespannt auf die Geschichtsschreibung. Ja. Denn irgendwann wird ja hoffentlich mal ein Historiker auf die Idee kommen, sich die ganzen Sache anzunehmen. Mhm. Aber was die Medien damals gemacht haben, alle in die gleiche Schiene und alle die gleichen Fehler, Daten falsch dargestellt, nicht in Frage gestellt haben, das war so lachhaft. Und das war natürlich auch unser Erfolgsrezept, dass es ziemlich einfach gewesen ist, den Medien zu sagen, was ihr macht, an oder mit Covid-19. Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. Was kann der PCR-Test darstellen? Der so viel. Ey, wo war denn das? Pass auf. Das, während der Recherche bin ich darauf gestoßen, das war beim Bundesgesundheitsministerium. Aha. Da, wo ihr diesen Warnhinweis gesehen habt, von wegen Fake News Video, da stand auch unten in der Beantwortung einer Frage eines Twitter-Nutzers, dass der Test das und das gar nicht kann. Das stand damals im März noch drunter und ihr wisst vielleicht, wovon ich rede. Spannend ist auf jeden Fall, dass das Thema sich weiter dreht, auch wenn viele nicht wollen, dass sich das Thema weiter dreht, vor allem die gerade benannten. Und euch interessiert das Thema auch weiter. Ich würde sagen, wir kommen zum Zuschauerblock damit auch, weil nämlich unser langjähriger Zuschauer Jens, ganz liebe Grüße, der hat uns dazu geschrieben, hi, ihr habt den Multipolar-Artikel gelesen und die heutigen Twitter-Berichte zu Bergamo etc. mitbekommen. Denke, es wäre Zeit für weitere Corona-Aufarbeitung. Grüße, Jens. Ja, vielen Dank, Jens. Also Bergamo haben wir auch wegen deines Hinweises reingenommen. Also Rudi Anschober, der war damals Gesundheitsminister in Österreich, der hatte das dann auch nochmal retweetet und gesagt, das darf nie vergessen werden. Mhm. Übrigens, Tote müssen grundsätzlich nicht vergessen werden. Man kann immer daran denken, was damals passiert ist. Es war für alle eine schlimme Zeit und es sind nach meinem Dafürhalten Menschen an Covid-19 gestorben und denen gilt auch theoretisch mein Mitgefühl. Praktisch kenne ich sie nicht. Aber wir können schon an diese Zeit erinnern, müssen das aber aus beiden Perspektiven machen. Und multipolar ist natürlich ein interessanter Hinweis. Es geht grundsätzlich um Folgendes. Das Multipolar-Magazin von Paul Schreier und Co., die klagen gerade Protokolle des Corona-Krisenstabs frei. Ja, Multipolar beschäftigt sich mit einem sehr langen Artikel mit der Risikobeurteilung von Covid-19 im März 2020. Und die wurde von mäßig auf hoch geändert damals, möglicherweise ja aus politischem Druck. Und wir werden den Multipolar-Artikel auch unter unserem Video heute hier nochmal verlinken. Genau, unter diesem Video haben wir für diesen Abschnitt drei Sachen verlinkt. Zum einen Multipolar, zum anderen diese Diskussion in Linz und natürlich nochmal das Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium. Machen wir doch direkt einfach mal weiter. Kommentar unter der vergangenen Sendung von User V und ganz viele Buchstaben, kann ich nicht lesen. Grüße. Lustig, bin gerade auf Gran Canaria unterwegs und habe ein kleines Auto gemietet. Als ich den Fiat 500 abholte, fiel mir ein Schildchen mit Hybrid auf. Ich fragte den Autovermieter, er meinte, das kann ich ignorieren. Ich soll einfach Benzin tanken. Die Kabel für die Auflader haben sie rausgenommen, um die Kunden nicht zu verwirren. Das sei den Kunden nicht zuzumuten. Die Verleihfirma hat subventioniert ganz viele Hybrids gekauft. Großartig. Großartig. Wenn ich mich nicht täusche, gab es auch eine Förderung in Deutschland für Hybridfahrzeuge, auch für Firmenfahrzeuge. Aber das Kabel zum Laden musste man extra kaufen und das haben die Firmen sich gespart. Die haben einfach nur den Bonus weggenommen, haben die immer mit Benzin getankt. Das ist aber genau das Gleiche, als ich das letzte Mal in Nordeuropa unterwegs war. Alle Verleihfirmen wollen einem entweder komplett E-Auto, aber mindestens Hybrid, was anderes kriegst du gar nicht, andrehen. Ladeinfrastruktur in Norwegen, Schweden auf dem Land. Echt? Ja, ja. Also in den Großstädten, Großstädten möglicherweise, aber... Mhm. Wir haben eine E-Mail von Christian bekommen und das hat mir gut gefallen. Mhm. Denn es ist mal ein bisschen beruhigend. Christian ist der Überzeugung, dass wir nicht in den Krieg gegen Russland ziehen werden.
Er schreibt: Ich wollte einmal meinen Senf zum Krieg gegen Russland dazugeben. Ich denke nicht, dass es ihn geben wird. Europas Lager, was Waffen und Munition angeht, sind leer. Unsere Produktion kann kaum das herstellen, was die Ukraine am Tag verballert. Dann kommen noch weitere Argumente. Und sollte der Russe doch kommen, lasst uns bitte roten Teppich direkt zum Kanzleramt ausrollen, damit die sich nicht bloß nicht verfahren. Je schneller der Bums vorbei ist, desto besser ist es für Deutschland. Ja, wahrscheinlich. Ja, das Problem ist natürlich an dem, was er geschrieben hat, dass das ja die Lage für die ukrainischen Soldaten nicht besser macht im Moment. Die Lage ist für alle irgendwie sehr unbefriedigend, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf. Nun ja, übrigens, was euch sehr emotionalisiert hat anscheinend in der vergangenen Folge, war unser Schredder-Kandidat. Also sprich, dass Kaffee möglicherweise knapp wird, weil ja jetzt die Kaffeeplantagenbesitzer nachweisen müssen, dass dafür kein Wald gerodet wurde. Und stellvertretend für sehr viele Zuschriften, die wir bekommen haben, eine von Mitch, liebe Grüße. Für Kaffee keinen Wald roden, aber für Windrädchen mit Flatterstrom werden ganze Wälder abgeholzt. Genau mein Humor. Ja, da ist nicht drum herum zu reden. Das ist natürlich so. Also wenn man sich auch anguckt, wie verspargelt Brandenburg teilweise mittlerweile ist. Wahnsinn. Im Dunkeln sieht es ja schön aus, wenn diese Lichter, aber auch ein bisschen gespenstisch, muss ich sagen. Hast du das mal gesehen? Ein bisschen wie UFO-Apokalypse. Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie Hochspannungsmasten in die schönste Landschaft gesetzt werden. Da gibt es am nördlichsten Ende von Berlin gibt's so Wasserbüffel. Ich glaube, das ist Caro oder Klado. Könnt ihr sehen, ist nicht weit entfernt von mir, da gehe ich gerne spazieren. Und durch die Wasserbüffel haben sie diese Starkstrommasten durchgezogen. Es ist echt auch ein krasser Eingriff in die Natur. Und wenn ich überlege, dass dieses Stromnetz, was wir gerade neu bauen, neu ausbauen, ja 500, 650 Milliarden Euro kosten kann und dann ziehen wir überall diese Starkstromleitung, entweder legen wir sie unter die Erde, dafür muss das Erdreich bewegt werden, oder wir werden das über die Erde machen, Oberleitung, wie sie in den USA und in Drittweltländern haben. Ah, es ist echt alles eine ziemlich krasse Nummer. Ich weiß nicht, ob das alles die richtige Entscheidung ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich zweifle arg daran. Dann vielleicht was zum Aufheitern für dich. Bitte. Ja, Happy Birthday, lieber Benjamin, nachträglich zu deinem Geburtstag wünscht dir deine Altersgenossin Ariane. Hallo. Sie hat geschrieben, genau. Sie, erstmal gab es Lob für uns. Außerdem sagt sie, meine beiden kleinen Söhne kennen auch schon eure Stimme. Das freut uns. Und sie hat sich auf den Wochenstart bezogen, hat nochmal gesagt, warum sie zum Beispiel Glückwünsche zum Weltfrauentag ablehnt, weil sie sagt, feiere ich doch lieber das Leben und nicht dafür für etwas, was ich gar nicht kann, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und einen Aufruf haben wir vielleicht noch an der Stelle. Sie schreibt nämlich, viele liebe Grüße aus Aschaffenburg in Unterfranken, würde gerne mal einen anderen Basta-Berlin-Hörer treffen. Ich kenne da aber gar keinen einzigen. Falls es also jetzt aus der Ecke Aschaffenburg Basta-Berlin-Zuschauer oder Hörer gibt, könnt ihr uns ja bei uns melden, redaktion@basta.berlin, und dann können wir euch ja vielleicht mit der Ariane da kurz schließen. Können wir mal zusammen gucken. Was wir euch jetzt schon verraten können: Es wird im Juni die Möglichkeit geben, uns beide anzufassen. Wir werden in Haut und Ton, was im Bild, werden wir irgendwo auftauchen. Und da könnt ihr auch auftauchen. Mehr verraten wir noch nicht, weil es im Moment noch nicht unsere Veranstaltung ist, sondern es ist eine Veranstaltung, wo wir auch sein werden. Wenn das offizieller wird, werdet ihr es hier sofort erfahren. Vielleicht habt ihr ja Zeit. Es wird im Juni in Sachsen sein. Richtig. Wo wir gerade schon drauf. Ja. Wo wir gerade bei Kindern sind, liebe Grüße an Hanna. Sie wird heute 11 Jahre alt und wir wollten sie heute gerne grüßen. Jawohl. Und liebe Grüße auch an Ulrike. Die hat uns nämlich finanziell unterstützt per PayPal und schreibt dazu: Basta Berlin, ein echter Lichtblick. Ich bin nicht allein. Vielen Dank für die Arbeit. Also bei PayPal habt ihr immer die Möglichkeit, eine kleine Nachricht zu schreiben. Kommt direkt auf mein Handy, freue ich mich sehr. Und Ulrike, ich kann dir garantieren, du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Wir sind Zehntausende, die diese Sendung kennen. Und dann gibt es noch Hunderttausende. Und es gibt wahrscheinlich Millionen, die grundsätzlich so denken wie wir. Ja. Wir dürfen uns auf keinen Fall einreden lassen, dass wir irgendwie alleine wären. Dass wir irgendwie besonders wären. Dass wir besonders dumm wären. Besonders ungebildet. Besonders verstrahlt. Das alles sind wir nicht. Wir sind der Überzeugung, dass die Basta-Berlin-Gemeinde ziemlich klar im Denken ist. Oh ja. Garantiert nicht allein. Und garantiert nicht klein.
sogar ziemlich blitzgescheit, wie wir mittlerweile wissen. Und vielen Dank auch nochmal für die, die uns schon unterstützt haben. Wenn aus der Basta-Berlin-Gemeinde ab und zu mal jemand einen Euro oder auch gerne mehr übrig habt, dann können wir sichern, dass wir hier noch weiter sitzen, die Gemeinde quasi existiert. Wobei, ihr würdet wahrscheinlich auch ohne uns existieren. Das wäre aber irgendwie sehr schade, wenn hier das Licht ausgehen würde, oder? Also dementsprechend, alles, was ihr da finden müsst, findet ihr unter dem Video beispielsweise. Mal ausklappen. Da gibt es Patreon, PayPal und natürlich die gute alte Banküberweisung. Oder ihr schaut mal auf unserer Webseite vorbei, basta.berlin. Mhm. Ja, und ebenfalls in Sachsen werden unsere Pakete gepackt und dann in die ganze Welt geschickt. Mhm. Und da könnt ihr beispielsweise unsere Tragetaschen finden und jede Menge T-Shirt-Modelle, Kühlschrankmagneten und das Basta-Berlin-Schlüsselband. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen, findet ihr auch über unsere Homepage. So ist es. Werbeblock vorbei. So ist es. Na denn, starten wir auch in unseren zweiten Themenblock. Oh, Moment. Ich höre jetzt gerade aus der Regie. Nee, zunächst gibt's doch noch ein paar Verbraucherinformationen. Hallo Mama. Na, wie gefalle ich euch? Gleich kommt Horst. Und du hast noch nichts gekocht. Doch, wir können gleich essen. Es gibt Schlemmertopf. Schmeckt das denn? Ja, mein Herzchen, von Müllers Mühle. Schmeckt wie selbstgemacht. Praktisch, nicht? Leckerschmecker, Mensch, was es damals alles gab, ja. Müllers Mühle gehört mittlerweile übrigens einem österreichischen Konzern. Falls ihr euch jetzt fragt, warum zeigen die Jungs jetzt eine alte Werbung für Dosenfutter? Geht es jetzt um die kulinarischen Ergüsse früherer Zeiten oder geht es um klassische Familienbilder? Nein, es geht vielmehr um die Zeit. Der Schlemmertopf-Spot, der stammt aus dem Jahr 1978. Und das war ein ganz spezielles Jahr. Also es ist das Sehnsuchtsjahr der Taz-Journalistin Ulrike Herrmann. Wir erinnern uns mal, bereits im Jahr 2022, da forderte sie: Wir müssen zurück ins Jahr 1978. Im Jahr 2035 soll Deutschland klimaneutral sein. Jede Hoffnung auf neue Technik oder grünes Wachstum sei da fehlgeleitet, meint die Journalistin Ulrike Herrmann. Nur ein kontrolliertes Schrumpfen der Wirtschaft um 30-50% werde uns retten. Oder um es noch klarer zu sagen: Also so schön das wäre mit dem grünen Wachstum, man macht weiter wie bisher, nur eben mit grüner Energie. Das wird daran scheitern, dass der Ökostrom nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus, den wir haben, plus Wachstum noch irgendwie zu befeuern. Sondern stattdessen wird eben Ökoenergie knapp und teuer bleiben. Und dann ist klar, das ist nicht grünes Wachstum, sondern grünes Schrumpfen. Sagt Ulrike Herrmann vor rund einem Monat im Saarländischen Rundfunk. Und weiter sagt sie: Kapitalismus kann nicht schrumpfen. Es ist ein System, das Wachstum erzeugt. Deshalb müssen wir umdenken und etwa zurückkehren zur Konsumgesellschaft von 1978. 1978. Im Westfernsehen läuft Kojak. In der DDR, da flimmert: Rentner haben niemals Zeit, über die Mattscheibe. Das erste Retortenbaby erblickt das Licht der Welt. Und im Radio, da läuft Vater Abraham mit dem Lied der Schlümpfe. Oh, das läuft ja auch bei Miriam in Mecklenburg-Vorpommern, habe ich gehört. Benjamin. 1978 gab es aber auch Erfreuliches. Die FDP scheitert an der 5%-Hürde. Und in der Bundesrepublik Deutschland begehrt das Volk gegen die Regierenden auf. Die etablierten Parteien haben weitgehend den Kontakt zur Basis verloren. Vor allem an den politischen Flügeln und bei den Jüngeren. Im Stich gelassen artikulieren Bürgerinitiativen ihre Ängste und Sorgen. Na, das ist doch eigentlich wie heute. Ja, hier, die Menschen, die gehen auf die Straße und die Altparteien beherrschen den politischen Konsens. Gut, der Unterschied ist natürlich, damals ist man gegen die Regierung auf die Straße gegangen, heute gehen Hunderttausende für den Staat dorthin. Ob Ulrike Herrmann das gemeint hat? Außerdem gab es 1978 eine Annäherung an die Sowjetunion und das Wirtschaftswachstum lag in Deutschland bei rund 3%. Das geht natürlich gar nicht. Nee, vielleicht meinte Frau Herrmann aber auch nicht 1978, sondern 1918. Eine armen Küche in Berlin. Die Menschen wissen noch nichts von der drohenden Niederlage. Sie hören nur vom kommenden Siegfrieden. Doch an Sieg glaubt hier schon lange keiner mehr. Die Menschen haben Hunger. Armen Küchen sind für viele die letzte Rettung. Die Tagesrationen werden immer weiter reduziert. Ja, na, das ist doch im Sinne von Frau Herrmann, oder? Das nenne ich jetzt mal Schrumpfung. Marcel. Okay, Entschuldigung. Aber im Kern stimmt es natürlich. Wer die Energiewende tatsächlich durchsetzen will und wer es mit dem Kampf gegen den Klimawandel ganz ernst nimmt,
der stellt auch gleich das ganze System in Frage. Und was lesen wir da vor 2 Wochen auf dem Portal Land und Forst? 300 Gramm Fleisch und ein Ei pro Woche. Neue Ernährungsempfehlung der DGE. Die neuesten Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sorgen auch für Kritik, auch von unerwarteter Seite. Während Umweltverbände und natürlich die Grünen applaudieren, gibt es auch Kritik von unerwarteter Seite. Was ist denn diese unerwartete Seite? Ist das etwa die Bevölkerung? Nein, laut dem Artikel, da kommt Kritik von den Herstellern veganer Produkte. Für die geht die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nämlich nicht weit genug. Eins nach dem anderen. Umweltverbände und Grüne wollen die Empfehlung jetzt erst einmal bei Kantinen von Kitas, Schulen oder Seniorenheimen umsetzen. Also bei genau denjenigen, die sich im Zweifelsfall nicht dagegen wehren können. Und das bringt uns zu einer Frage, die wir immer wieder gerne bei Basta Berlin stellen. Wie weit darf und sollte der Staat eigentlich ins Privatleben eingreifen? Marcel, das ist ja immer auch eine ethische Frage. Und um die zu beantworten, haben wir in Deutschland natürlich Experten. Und zwar den allseits beliebten Deutschen Ethikrat. Den Klimawandel zu bewältigen und mit seinen Folgen zurechtzukommen, das ist wirklich eine riesige Aufgabe und Herausforderung. Damit uns nicht allen zusammen die Puste ausgeht, müssen wir die Aufgaben und Belastungen gerecht verteilen. Aber was heißt das, Klimagerechtigkeit? Damit haben wir uns im Deutschen Ethikrat intensiv beschäftigt. Ja, toll. Noch einmal zur Erinnerung, der Deutsche Ethikrat, der berät die Bundesregierung. Ihre Mitglieder werden von Bundesregierung und Bundestag vorgeschlagen. Und während Corona, da prägte der Rat unter anderem den Begriff der moralischen Impfpflicht. Und jetzt beschäftigt sich das Gremium also mit dem Thema Klimaethik. In einer aktuellen Stellungnahme lesen wir, es ist witzig, ne? Das ist eigentlich genau das, was wir vorhergesagt haben, als die Pandemie dann durch gewesen ist. Und was auch viele von euch und andere alternativen Medien vorhergesagt haben. Nächstes Thema ist Klima. So, und da ist er wieder, der Ethikrat. Menschliches Zusammenleben bedarf gegenseitiger Freiheitseinschränkungen, um eine gleichberechtigte Freiheit aller überhaupt erst zu ermöglichen. Dieses Wechselspiel von Ermöglichung und Einschränkung von Freiheiten ist für liberale und demokratische Gemeinwesen zentral und wird durch das Recht gesichert. Aha. Und was bedeutet das jetzt genau? Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Büchs, die wird vor einer Woche in der Bundespressekonferenz etwas präziser. Alle werden gefragt sein, Politik und Parteien, die Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Medien. Wir alle müssen gemeinsam neue lebenswerte Perspektiven für ein gutes Leben in einer nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaft ohne weiteres Wachstum von Konsum und Ressourcenverbrauch entwickeln. Ha, auch der Ethikrat fordert ein Ende des Wachstums. Und was ist ein Ende des Wachstums? Eine Schrumpfung? Zumindest ist es das Ende einer funktionierenden Wirtschaft. Und wie setzen Sie das jetzt durch, liebe Frau Büchs? Zugleich entbindet die berechtigte Erwartung an die Politik, effektive Rahmenbedingungen zu schaffen, uns alle nicht von einer individuellen moralischen Mitwirkungspflicht. Wir können kein moralisches Heldentum verlangen, aber jeder Mensch trägt die moralische Verantwortung, dazu beizutragen, dass gesellschaftliche Verpflichtungen erfüllt werden können im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Da ist sie wieder. Die moralische Verantwortung, also quasi die Bürgerpflicht. Ha. Übrigens sagt Frau Büchs in ihrer Stellungnahme auch, dass all das schmerzhaft und kontrovers sein wird. Aber es müsste jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werden. Und zwar von Politik, Medien und der Wissenschaft. Wir sind der Meinung, eine wirksame Kampagne braucht natürlich auch ein Maskottchen mit Wiedererkennungswert. Und deshalb kommt hier unser Vorschlag. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Der Wirtschaftsminister on fire. Aber Herr Habeck, wir können Ihre Frage da natürlich beantworten. Was muss Ihrer Ansicht nach weg? Also da wäre natürlich die Opposition, klar, ja. Dann Putin und natürlich jegliche Kritik an den Grünen. Und die deutsche Wirtschaft, die muss natürlich auch weg. Oder zumindest schrumpfen. Das würde Habeck zwar so nie sagen, aber man muss eben auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und das machen wir jetzt mit euch. NTV berichtet vor wenigen Tagen,
Habeck, Doppelpunkt, wir sind auf Kurs. Deutsche CO2-Emissionen sinken um 10%. Die Treibhausgase in Deutschland gehen 2023 zurück, so stark wie seit 1990 nicht mehr. Wirtschaftsminister Habeck ist optimistisch, dass die Klimaziele bis 2030 erreicht werden. In der vergangenen Woche hat Deutschlands Wirtschaftsminister die Treibhausgasemissionsdaten 2023 vorgestellt. Mit stolz geschwellter Brust präsentierte die grüne Galionsfigur dabei eine selbst erstellte Grafik. Die genauen Zahlen müssen Sie gar nicht sehen, aber die Balken sind doch sprechend genug. So sind wir ins Amt gekommen. Das war die Aufgabe der Regierung. Das Rote musste runter. Da waren wir im letzten Jahr. Hier sind wir jetzt. Man sieht einen kleinen grünen Balken, der unterhalb der Linie liegt. Das ist das Resultat politischer Arbeit. Also ich persönlich glaube ja, dass das gar keine Grafik zu den CO2-Emissionen, sondern zur deutschen Wirtschaft war. So. Aber diese Zahlen, die müssen Sie ja auch gar nicht ganz genau sehen. Was zählt, ist ja Erfolg. Und dieser Erfolg ist wirklich hart erarbeitet. Schritt 1, Schlüsselpositionen mit grünen Politikern besetzen, wie Bundesnetzagentur, Bundesumweltamt, Aufsichtsrat der Deutschen Energieagentur und natürlich wichtige Ministerien. Schritt 2, die politische oder das politische Weltgeschehen grundsätzlich nutzen, um das grüne Narrativ auch des bösen Russen weiter nach vorne zu bringen. Damit kann man dann die fossilen Energien aus Moskau dämonisieren und die Abkehr von Öl und Gas beschleunigen. Schritt Nummer 3. Deutsche Unternehmen mit Steuergeld subventionieren, damit die bei der ganzen Geschichte auch mitmachen. Doch nicht nur die Konzerne bekommen Geld, natürlich auch die Zivilgesellschaft, wenn sie sich denn an die neuen Klimaregeln hält. Am Montag lesen wir im Handelsblatt Subventionen. Der Bund gibt Milliarden für Förderungen aus, anstatt zu sparen. Der Bund muss Milliarden einsparen und weiß nicht wo. Die Regierung überblickt den eigenen Haushalt kaum noch. Das zeigt auch der Wust an teils bizarren Förderprogrammen. Es sind derzeit rund 2400 Förderprogramme. In dieser Grafik des Bundesfinanzministeriums sehen wir, im Jahr 2021 betrugen die Subventionen bereits stolze 24 Milliarden Euro. Mit Amtsantritt der Ampel wurden es 2022 dann 30 Milliarden, im Jahr 2023 gut 45 Milliarden und aktuell sind es fast 50 Milliarden Euro. Steuergeld gibt es unter anderem hierfür. Ein aktiver Beitrag, den eigenen CO2-Ausstoß zu senken. Doch wie viel ist möglich im Kleingarten? Die deutschen Kleingärtner, ja, zur energetischen Ertüchtigung der Kleingartenvereine und deren Infrastruktur, da hat die Regierung derzeit 2 Millionen Euro Fördergelder veranschlagt. Kann man natürlich machen. Ebenso wie das hier. Wenn man es genau betrachtet, so ein Konzert oder Festival macht zwar super viel Spaß, ist aber nicht unbedingt so besonders klimafreundlich. Was da alles mit reinberechnet wird und wie man ein Konzert klimafreundlich gestaltet, darum geht es heute. Nicht nur heute, sondern auch morgen und das ganze Jahr. Im Etat des Bundeskanzlers liegen 5 Millionen Euro, mit denen die grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth Musikfestivals fördert. Natürlich nachhaltig und klimafreundlich. Das kann man alles machen. Gar kein Problem. Und einzeln gesehen ist das sicherlich auch toll und gut. Aber natürlich haben wir es da doch schon durchaus mit einer massiven Umverteilung zu tun. Also mit eurem Steuergeld werden Initiativen gefördert, die als Ziel die Verbreitung des Klimawandel-Narrativs haben. Und je verbreiteter dieses Narrativ ist, desto bereitwilliger wird natürlich auch eine Politik gegen den Klimawandel unterstützt. Auch das kann man gut finden. Man kann aber auch sagen, der Staat unterstützt mit eurem Geld eine bestimmte Ideologie. Ein bisschen Steuergeld hier und die Kleingärtner folgen. Wobei ich bei den Kleingärtnern vermute, dass die renitent sind und das machen, was sie für richtig halten. Ganz liebe Grüße in die Datscha. Aber ganz anders sieht es bei den Konzertveranstaltern aus. Die Konzertveranstalter, was ist irgendein Reggae-Festival oder irgendein schönes alternatives Musikfestival. Und dann gibt der Staat auch noch Geld. Da kann es ja sein, dass die Kulturschaffenden auf einmal gar nicht mehr so kritisch sind, wie Kulturschaffende eigentlich sind. Und das ist ja etwas, was wir durchaus beobachtet haben während Covid-19, als ja auch in den Theatern oder im Gesang Impfzwänge gegolten haben und die Kultur da keine Kritik geäußert hat. Ja, warum denn? Na, möglicherweise ja, weil sie vom Staatssäckel abhängig sind, weil der Staat es ja schon bezahlt. Und wenn der Staat sogar proaktiv Geld gibt für Musikfestivals, was ist denn das anderes als eine Anbindung der Festivalgründer und der Festivaldurchführer an den Staat? Und von den ganzen großen Bands und Künstlern müssen wir jetzt gar nicht erst sprechen. Ja.
Richtig. Also ein bisschen Geld hierhin, ein paar Millionchen dorthin und auf einmal folgen auch noch VW und BMW. Ja. Und alles in allem ist es nicht ein bisschen Geld, sondern es sind Milliarden. Und damit die Kritik daran, also an dieser großen Geldausgeberei, nicht zu laut wird, da müssen natürlich auch die, die Kritik äußern, irgendwie mundtot gemacht werden. Für mich ist das Demokratiefördergesetz so wichtig, weil es die zivilgesellschaftliche Arbeit gegen Extremismus auch und gegen Rechtsextremismus so stark unterstützt. Wer sich also gegen Extremismus stark macht, soll gefördert werden. Zum Beispiel das Anne-Frank-Zentrum, HateAid oder auch die Caritas. So erfahren wir es in einem aktuellen Beitrag im ZDF. Aber nicht nur die Caritas soll profitieren, hunderte von Organisationen sollen Geld bekommen, insgesamt knapp 200 Millionen Euro Steuergeld. So zumindest der Wunsch von SPD und Grünen. Bereits jetzt werden entsprechende Projekte aus ganz verschiedenen Töpfen gefördert. Das soll jetzt alles in einem Gesetz quasi zentral gesteuert werden. Dabei geht es übrigens nicht nur um Projekte gegen Rechtsextremismus. In der NZZ aus der Schweiz erfahren wir, in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel etwa fand vor kurzem eine Veranstaltung zur Gender-Apartheid in Afghanistan statt. Ich habe extra nicht gelacht. Danke, Herr Jopper. In Kassel gab es im vergangenen Sommer ein Queerspektakel für Kinder und junge Menschen. In Aachen feiert die Partnerschaft die aktuellen Demos gegen rechts mit Fotostrecken. Oh, wie praktisch. Schön. Ja, über das geplante Gesetz, da hatten wir ja schon mal berichtet. Denn de facto wird das durch das Vorhaben auch Regierungskritik zum Feindbild erklärt. Die Innenministerin, die hat das natürlich anders formuliert. Sie hat gesagt, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Aber wo ist denn die Grenze zwischen Verhöhnen und Kritisieren? Also das entscheiden im Zweifelsfall ja dann Politiker oder Gerichte. Merkt ihr es? Wir folgen dem Geld, wir folgen den Worten und wir folgen den Plänen. Und wir sehen, der Meinungskorridor wird verengt und der Umbau unserer Gesellschaft hat schon lange begonnen. Vielleicht will die Gesellschaft das ja so. Ne? Also in den Medien, da sehen wir sie doch. Also die Bilder von tausenden Menschen, die sich als Mitte der Gesellschaft bezeichnen und die gegen die politischen Ränder auf die Straße gehen. Wir stehen auf. Wir sind eine Bewegung, die super erfolgreich ist, die dafür sorgt, dass ihr in den Umfragen nach unten geht. Bilder waren das aus Hamburg. Übrigens flaut diese Bewegung gerade auch wieder ab. Aber war das wirklich die Mitte der Gesellschaft, die da unter dem Motto »Wir sind mehr auf die Straße« gegangen sind? Eine Studie der Universität Konstanz ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Bei einer repräsentativen Umfrage bei Demonstrationen im Süden Deutschlands, da hat sich ein eindeutiges Bild ergeben. Über 65% der Teilnehmer sind politisch Mitte-Links einzuordnen. Und rund 61% der Befragten haben bei der vergangenen Bundestagswahl außerdem die Grünen gewählt, 18% die SPD. Das ist ja komisch. Bei aktuellen Wahlumfragen kommen SPD und Grüne zusammen, aber nur auf rund 28%. Kann es etwa sein, dass da gar nicht die Mehrheit der Gesellschaft auf die Straße geht? Potzblitz. Und da in den Wahlumfragen ja Union und AfD zusammen derzeit auf 50% kommen, könnte man da nicht eher vermuten, dass die Mehrheit der Gesellschaft aktuell zumindest eher rechts der Mitte ihr Kreuz machen würde und auf den Demos da eher nicht vertreten ist? Und wie groß wären erstmal Demos für rechts? Gott. Für das Recht, Benjamin. So, das ist was anderes. Naja, ich sag mal so, wenn du Umfragen hast, jetzt gerade aktuell in Sachsen, 34% wollen AfD wählen. Und die AfD können wir jetzt einfach mal rechts nennen, tut sie ja selber. Wenn 34% derjenigen, die zur Wahl gehen, auf einmal durch Dresden laufen, ist das schon eine ganz schön große Demonstration. Da können sich die Demonstranten gegen rechts aber ganz schön klein vorkommen. Übrigens, die Erhebung der Uni Konstanz sagt auch, dass die meisten Demonstranten bei den Demos gegen rechts aus dem Bildungsbürgertum entstammen und der höheren Mittelschicht zugerechnet werden. Also die höhere Mittelschicht, die aufgrund der katastrophalen Wirtschaftspolitik immer mehr wegbricht. Und genau die höhere Mittelschicht, die vom System des Kapitalismus bisher eigentlich ja durchaus profitiert hat und deren Steuergeld jetzt umverteilt werden soll? Tja, das kann man machen. Das kann man auch wollen. Dann muss man aber auch mit den Konsequenzen leben. Wenn wir diesen Mentalitätswandel nicht schaffen, dann war es das mit der Zukunft der Wirtschaft, des Mittelstandes und mit dem Wohlstand. Sagt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Man kann das aber auch anders sehen. Ja? Die Wirtschaft, die wird ja nur transformiert. Und der Wohlstand, der ist da. Der wird nur umverteilt.
Wir schrumpfen uns klimaneutral und steuern den öffentlichen Diskurs durch Steuermittel. Wer mitmacht, wird belohnt. Kritik ist allerdings unerwünscht. Das ist nicht 1978. Das ist auch nicht 1918. Das ist 1984 von George Orwell. Ein Land voll Harmonie und Hoffnung. Das ist unser Land. Ozeanien. Ja, spitze. Oder eben auch nicht. Aber so oder so bringt uns das zu unserem heutigen Webtipp. Und der wurde uns auch gleich mehrfach zugesendet von euch. Und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. Wer Rainer Mausfeld noch nicht kennt, der sollte ihn jetzt kennenlernen. Emeritierter Professor für Psychologie an der Universität Kiel. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Wahrnehmung. Und vor einer Woche, da hat er einen bemerkenswerten Vortrag gehalten. Eingeladen war Professor Mausfeld von der ÖDP in München und die Veranstaltung hatte das Thema Demokratie am Abgrund. Es geht um den zerstörerischen Einfluss bestimmter Machteliten und um die Frage, wie der Zustand unserer Demokratie eigentlich ist. Und hier mal ein kleiner Ausschnitt. Das Bedrückende, Beunruhigende ist, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht mitbekommt, dass die Welt aus den Fugen ist und dadurch auch nicht sonderlich beunruhigt ist. Und wenn alle mitbekämen, was los ist, könnten sie durch Wahlen nichts daran ändern. Das ist bitter. Aber die Wahrheit tut halt auch manchmal weh. Demokratie am Abgrund, eine Veranstaltung mit Rainer Mausfeld. Der Vortrag selbst ist knapp anderthalb Stunden lang und dann kommt auch noch eine Fragestunde mit dem Publikum. Zu finden ist das auf dem Kanal von der ÖDP München oder eben auch beim Westend Verlag. Und wir finden das sehr aufschlussreich und haben das auch unter unserer Folge noch einmal verlinkt. Und damit kommen wir zum Schreddern. Und mitgebracht habe ich, das dürfte euch freuen, ich habe Taurus und Merz mitgebracht. Hier, bitteschön. Merz wirft Scholz Spiel mit Kriegsängsten vor. Im Streit um Taurus-Lieferungen an die Ukraine fährt die CDU scharfe verbale Geschütze gegen den Bundeskanzler auf. Parteichef Merz und Außenpolitiker Röttgen werfen Scholz vor, Angst als Mittel für die eigene Politik zu nutzen. Weiter? Muss eigentlich nicht. Also ehrlicherweise reicht mir das schon. Also mir ist ehrlicherweise so eine kleine Vene gegangen, weil wer bitteschön schürt denn eigentlich Kriegsängste? Sind es die, die sagen, die schwere Waffen, die Taurus und alles Mögliche, das wollen wir jetzt lieber doch nicht der Ukraine liefern? Oder die, die sagen, mehr, lass uns doch besser noch mehr liefern? Bin mir nicht ganz sicher. Schürt möglicherweise eine Strack-Zimmermann oder ein Hofreiter mehr Kriegsängste als jemand, der das nicht möchte? Und ich möchte eigentlich ehrlicherweise Olaf Scholz auch jetzt nicht als den Friedensaktivisten darstellen, aber seine Meinung zu Taurus gefällt mir schon. Noch. Weißt du, wer die Waffenschwester von Strack-Zimmermann ist? Stark-Watzinger. Zwei unterschiedliche Frauen haben eins gemeinsam, Reservistinnen der deutschen Bundeswehr. Stark-Watzinger hat auch gesagt, ja, also wenn es jetzt Richtung Krieg geht, dann muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich da nicht auch ins Feld ziehe. Was ist los mit den Frauen? Was ist los mit den Menschen allgemein? Die machen sich gar keine Vorstellung davon. Schaut euch doch mal diese Videos an, guckt euch mal an, wie ukrainische Soldaten oder russische, ist ganz egal, die haben das Problem beide, verzweifelt auf Drohnen schießen, weil sie hoffen, dass sie noch abschießen, bevor sie das Ding im Gesicht haben. Ach, wisst ihr was, Leute? Es ist eine absolute Tragödie, was gerade passiert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man es ernst nimmt. Und dann kommt wirklich Emmanuel Bonaparte aus Frankreich und erzählt uns, dass bald die Zeit gekommen ist, wo man in Europa nicht mehr feige sein soll. Ja. Was soll das heißen, Macron? Dass ich für dich auf dem Schlachtfeld sterben soll, garantiert nicht mein großer, kleiner Freund. Klein ist er, relativ klein. Ja, komischerweise, wie alle. Wie alle europäischen Führer, von Zelensky über Putin bis Scholz und Macron, alles. Scholz ist ein Führer, wusste ich gar nicht, Entschuldigung. Aber und übrigens, Merz, der ist ein bisschen größer, aber das nur mal an die Leute auch, die sagen auch, ja dann, Merz ist ein besserer Bundeskanzler als der Scholz. Also mit dem wird es wahrscheinlich auch schon anders aussehen. Ja, das habe ich dir heute schon am Telefon gesagt. Ich finde das so unfassbar witzig, wenn Leute sagen, also ich bin mit dem Scholz nicht zufrieden, beim nächsten Mal wähle ich ganz sicher CDU. So, und dann kann uns mittlerweile tatsächlich vorgeworfen werden, dass wir eher die Parteiendemokratie unterwandern und sagen, dass es so nicht läuft. Ja, Freunde, ganz ehrlich, lieber Verfassungsschutz, tue ich. Läuft wirklich nicht. Wenn ihr ernsthaft glaubt, dass wir eine große Alternative haben, dass wir in den vergangenen Jahren alternative Politikentwicklung hatten unter den großen Parteien, ist das nicht so.
Nein, also Covid-19 war letzten Endes tatsächlich eine ganz, ganz große Koalition der Zusammenarbeit. Und das müsst ihr sehen. SPD, CDU, da auch die Linke, die Grünen, die FDP, die SPD, alle waren daran beteiligt. Nur die Alternative für Deutschland war nicht beteiligt. Dementsprechend sage ich euch, dass in diesem Politikfeld die Gewaltenteilung nicht funktioniert hat und auch die Parlamentsdemokratie nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht funktioniert hat. Können wir wirklich schreddern? Ja, bitte. Dann ist es halt so, Leute, dann bin ich Feind der Verfassung, wenn ihr meint, das wäre verfassungsfeindlich. Aber das ist hundertprozentig meine Ansicht. Jawohl. Weg mit Merz. So. Ja, weg mit Merz. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Der Vorhang fällt natürlich jetzt nur hier bei Basta Berlin für heute. Denn das Laientheater im Bundestag, das geht ja leider weiter. Und wir würden uns da in der Tat so manch Umbesetzung wünschen. Oder viel besser noch, wir streichen diese Tragödie einfach ganz vom Spielplan. Das ist kein Theaterstück, das wir beklatschen. Das ist kein Fernsehprogramm, das findet nicht im Internet statt. Es sind wir. Die Demokratie lebt von uns. Das ist völlig korrekt, lieber Herr Scholz. Sie lebt von den Bürgern und nicht von Politik und Medien. Sie lebt von 83 Millionen Menschen und nicht nur von einigen hundert Abgeordneten. Unsere Demokratie lebt, wenn die Meinungsfreiheit nicht stirbt. Und dafür, liebe Bastardin-Gemeinde, setzen wir uns jeden Donnerstag ein. Für euch, mit euch, vielen, vielen Dank für alle, die das unterstützen. Und wir freuen uns auch auf die, die uns noch unterstützen werden. Das ist dringend notwendig. Vielen, vielen, vielen Dank. Eure finanzielle Unterstützung ist natürlich möglich über PayPal, über die Banküberweisung. Vielen Dank dafür und natürlich auch für eure ideelle Unterstützung. Ihr merkt ja, manchmal lehnen wir uns ein bisschen weit aus dem Fenster und es braucht immer einen, der uns auffängt. Und das seid ihr. Vielen Dank dafür. Richtig. Nächste Woche, nächste Runde? Ja, besucht gerne nochmal zwischenzeitlich unsere Webseite basta.berlin oder unseren Webshop. Und damit sind wir eigentlich alle zufrieden und ja, damit sind wir eigentlich durch. Die nächste Woche ist dann Folge 218 und Gründonnerstag. Richtig. Wunderbar, ich freue mich drauf. Mein Name ist Benjamin Golme, dann wird ordentlich Spinat gefuttert und dann sind wir wieder richtig stark hier. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, mein Name ist Marcel Joppa und tschüssi. Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand? Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.